Hallo und herzlich willkommen zur 126. Folge von Forza Horizon 4. Wenn man an Mercedes denkt, denkt man doch meistens eher an irgendwelche V8-Motoren, an Sportwagen, an fetten Sound und schwarze Streifen auf der Straße, durch Wheelspin. Und nicht unbedingt an das hier, an die 2018er Mercedes-Benz X-Klasse. Wie man unschwer kennen kann, ein Pickup, aber naja, ich gucke es mir trotzdem mal an. Die gibt es hier seit kurzem im Spiel. Den hat man, glaube ich, in der Sommerseason gewonnen durch eine Saisonmeisterschaft. Was halt ziemlich einfach war. Dachten wir, komm, warum auch nicht? Einfach mal ausprobieren. Ist ein wunderschöner Pickup. Das müsste hier der mit, also die X-Klasse als X250 4MATIC sein. Mit einem 2,3 Liter großen rein Vierzylinder Dieselmotor. Turbo geladen. Mit 190 PS. Was ist eigentlich bei so einem Schiff echt wenig ist, finde ich. Ich finde ja, dass auch irgendwie SUVs oder solche Autos, die brauchen halt keine 500 oder 600 PS. Das nicht. Aber 190 PS ist das für so ein doch schon großes, schweres Teil schon ziemlich wenig, ne? Obwohl es ein Diesel ist, viel Drehmoment, aber ich finde doch, da könnte man ein bisschen mehr reinmachen. Deswegen gibt es ja auch eine Stärke-Variante. Wie die gerade heißt, weiß ich nicht. Das ist mit einem 6-Zylinder-Dieselmotor, der hat, glaube ich, 238 PS. Ich würde sagen, man kann schon so eine Variante so mit 300 PS machen. So 280, 300 PS. Das glaube ich, bei so einem Auto ist es in Ordnung. Aber 500 muss nicht sein, ne? Kann man machen, muss man aber nicht. Naja, aber Dieselpower hat angesagt. Sogar hier haben wir im Spiel die optionale 7-Gang-Automatik. Finde ich auch gut. Und Allradantrieb. Das wäre dem Modell auch nicht serienmäßig. Den gibt es auch mit Heckantrieb. Natürlich, wenn schon, denn schon, ne? Denn natürlich auch Allrad, so motorentechnisch. Haben wir einen 6,2 Liter V8, der ist von Mercedes. Vom C63 Black Series. Das ist schön. Lambo V10, Lambo V10. Und Racing V8. Bin auch ein bisschen krank, Entschuldigung. Okay. Lass mal diese Power drin. Und Allradantrieb so oder so. Ja, Quatsch, das umzubauen. Ich mache erstmal so. Natürlich gute Bremsen. Ist immer gut. Nach Rot Fahrwerk ist, glaube ich. Oh. Die können aber ganz schön bouncen. Upp. Nein, wir machen natürlich auf Rot Fehler und auf Rot Fahrwerk rein. Käfig kriegt er nicht. Ein bisschen leichter. Ach komm, ja. Serienmäßig nur D-Klasse, deswegen erspare ich mir auch mal den Einsatz auf meiner Teststrecke. Das versteht ihr, denke ich mal. Weil es dauert wirklich ein bisschen lang. Bis er mal die Runde geschafft hat. Also eigentlich subsumiert das Kriterium auf der Teststrecke, es muss schon mindestens C-Klasse sein. D ist mir einfach zu langsam. Nein, ich will die Arbeit gerne fortsetzen. Dann so reifentechnisch, der kriegt Offroad-Reifen. Der kriegt breite Reifen, nicht diese Fahrraddinger hier. Wo selbst diese Reifen auch nicht wirklich breit sind. Okay, breite Spur. Was spricht dagegen? Eigentlich nichts. Mal voll breit hier. So Felgengröße. Ich meine, ist es ein Offroad-Auto? Oh! Die geht sogar klein, aber auch groß. So, wir haben jetzt hier, was haben wir? 19 Zöller. Machen wir 16 darauf. Lass mal die 19 Zöller drauf. Vielleicht können wir die Felgenart ändern. Machen wir gleich noch. So, ja, boah, ist aber ganz schön lang die Lippe, ne? Kann man sich ja fast draufsetzen. Spoilertechnisch ist wahrscheinlich. Oh. Sieht gar nicht verkehrt aus. Das muss ich ja sagen. Sieht nicht schlecht aus. Hier denke ich mal. Oh, kann man sogar abmachen. Das Trittbrettchen hier. Ach, brauchen wir nicht. Wieso keine alten Leute? Ich kann auch ordentlich einsteigen. So, felgentechnisch. Ich habe noch einen leichten Hustenreiz. Wenn ihr seht, wie ich vor zwei Tagen oder gehört hättet, wie ich vor zwei Tagen gehustet habe. Also, ich wollte eigentlich vor zwei Tagen schon aufnehmen. Aber er ging halt nicht, weil ich krank war. Bin jetzt immer noch ein bisschen krank. Das stimmt. Noch nicht wieder ganz gesund. Macht doch nichts.
Man muss es halt auch nicht übertreiben. Mit zu viel reden und so, ne? Also ich versuche mich da ja auch in Grenzen zu halten. Ich finde die Felge eigentlich ganz schick, die von Momo. Ich denke, da passen auch 19 Zölle eigentlich ganz gut. Aber was natürlich noch fehlt, der Wagen ist jetzt schon C-Klasse, aber ich würde ja ein bisschen mehr Bums haben. Wär's da mal mit ein bisschen mehr Turbo-Bums? Oh. Oh. Also. Ach du Scheiße, Mann. Also diese Drehmomentkurve, die ist ja schon mal nicht verkehrt, ne? Also der Anstieg so, der ist ja dezent. Ach du Scheiße. Da fast 1300 Newtonmeter. What the fuck? Okay, 4 Sekunden auf 100. Okay, Bremsweg. Ach du Scheiße. Ist aber noch phänomenal scheiße. Ich mal etwas Subtileres, was Leistung angeht. Ich guck mal. Ein bisschen mehr Bums sollte der schon haben. Oder soll ich mal richtig dick Bums hier reinmachen in die Bude? Jetzt fehlt ja nicht nur noch Hubraum. Von 2,3 Liter auf 2,8 könnten wir gehen. Und ja, leistungstechnisch. Ach du Scheiße. Gut 1500 Newtonmeter. Das reizt mich ja irgendwie schon ein bisschen, ne? Ich meine, 1500 Newton. Ach du. Okay. Ihr habt mich überredet. Eigentlich zwar nicht, aber ich habe mich selber überredet. Ja, Gewicht ist in Ordnung, 1,9 Tonnen. 1500 Newtonmeter Drehmoment. Na ja, klar, Turbodiesel haben immer krasses Drehmoment eigentlich. Generell Dieselmotoren haben sehr viel Drehmoment. Aber das ist ja wirklich. Aua. Warum auch nicht? Nein, scheint vorne nicht. Ich wollte mal gucken, was es denn so an Lackierung gibt. Die Serienfarbe ist halt jetzt so. Ja. Kann man machen, aber gibt auch Schöneres. Der Wagen sieht leider nicht so wirklich brutal aus. Ich meine, klar, der hat 190 PS Serie. Also, der Blick ist halt so. Ja. Das Auto ist jetzt nicht so krass, was die Optik angeht. Das hat auch keine krassen Farben. Ich gucke einfach mal nach Designs. Du wirst auch bestimmt schon irgendwas geben von irgendwelchen kreativen Leuten, die was drauf haben. Also nicht so wie ich. Noob Rally. Natürlich auch gebounced gibt es den. Mercedes AMG X63S. Da finde ich schon mal nicht schlecht. Das gucke ich mir mal an. Immer doch quasi ein AMG, ne? Weil mit 1500 Newtonmetern. Ist am besten noch Heckantrieb. Ach du meine Güte. Das ist ja lustig, glaube ich. Aber das baue ich nicht um. Nein. Der bleibt Allrad. Macht ja immer noch pro Rad allein schon. 1000, fast 400, 375 Newtonmeter Drehmoment. Ich hoffe, ich kann richtig rechnen. Wenn nicht, es tut mir leid. Ich bin auch nur ein dummer Kopf. Um Gottes Willen, was habe ich getan? Oh ja. Hat ein bisschen was. Oh meine Güte. Achtung. Okay. Verstanden. Dann ist Drehmoment. So. Hui. Im vierten Gang vielleicht. Oh, da sind jetzt auch schon. Ladedruck? 7,0 mein Bar? Okay. Ich muss ja husten, jetzt mal davon. 7. Also, ne? Also, PS-Zahl geht nicht in Ordnung. Ich glaube, das waren 390 kW oder sowas. Okay, doch, ja, wir haben jetzt 466 kW. Sind irgendwas 620 PS oder so.
1500 Newtonmeter drin im Moment. Okay, den ein weniger. Scheiß drauf. Und über 7 bei Ladedruck. Ich setze den Satz, glaube ich, nicht auf, aber jetzt würde ich mal sagen, es wäre mal an der Zeit für Bruder muss los. Das ist ja abnormal. Gut, dass wir 7 Gänge haben. Bremsweg. Ja. Da war irgendwie sogar in diesem Zustand hier, wie er ist, weniger als der GT4-Türer aus der letzten Folge. Ist eigentlich schon ein bisschen bitter, oder? Ich meine schon. Dass er ein paar Kilo weniger wiegt. Oder zumindest ähnliches Gewicht haben. Aber der GT4-Türer hat nicht 1500 Newtonmeter, nicht 7 bar Ladedruck. Ja? Wie schön wär's, Alter. Ein GT63 7 bar Ladedruck. Das ist auch für Turbolader sein, muss er das aushält. Ich glaube, keine normalen Turbolader sind für 7 bar Ladedruck ausgelegt. Ich meine, meistens auch, das werden sich wohl im Bereich zwischen 0 und 2 bar bewegen. Selbst krasse Sportwagen oder selbst irgendwelche hochgezüchteten Motoren sind meistens doch eigentlich noch unter 2 bar. Ich meine, 2 bar ist schon. 2 bar ist viel. Aber 7 bar? Na gut, Diesel, ne, das ist nochmal was anderes. Aber 7 bar, das ist mal ein Ladedruck auf jeden Fall. Okay. Mal so im Raum stehen lassen, 7 mal Ladedruck. Richtig schnell ist das Ding. Das arme Getriebe, Alter. Für so viel Drehmoment. Das ist schon. Das würde ich ein krasses Vielfaches meines Corsas gewesen. Also mein Corsa hatte 121 Newtonmeter. Der hat ja 12, 13-fache? Das vielleicht bei dem 2, 2,5-fachen des Hubraums? Okay. Ich werde mal ein bisschen Stand beschleunigen. Schon ordentlich an. Also beschweren kann man sich da normalerweise weniger. Der Sound ist aber okay für den Diesel. Ich würde sagen, der Sound gut. Bogenfalten, selbst auf Asphalt bei Regen, auch eigentlich ganz gut. Wäre mal ein Rennfahren hier, ne? Richtiges Rennen hier. Würde ich mal sagen. Sind ja sehr viele Titan letztens eigentlich erst gefahren? Ich habe absolut keine Ahnung. Die letzte Aufnahme ist auch schon wieder 2 Wochen her. Da ich ja im Urlaub war. Quasi bei Kai. Zusammen mit Marc. Zwischen die letzten Folgen alles so gefahren. Okay, ich glaube eher nicht. Ich glaube, Titan bin ich eher nicht gefahren. Deswegen einfach mal jetzt Titan machen. Und zwar auch auf Profi. Nicht Experte, sondern auf der Schwierigkeitsstufe Profi. Ich will's mal wissen. Da war so ein bisschen was kann. Der 1500 Newtonmeter. Da muss sich auch jeder AMG hinter verstecken. Selbst ein G65 AMG oder ein SL65 AMG Black Series. Die haben alle 1000 Newtonmeter, die beiden. Der hat das anderthalbfache. Oh ja, süßer Offroader da, so ein Jeep Wrangler. Ach Göttchen, ist das süß. Ein Drehmoment, was haben die anderen hier so? Mein 700 ist auch schon, ist sehr fett. Auch so 700. Ah, auch schon viel, gut. 400. Der Jeep, der Rubicon, auch süß. 353 Newtonmeter. Das hat mir noch so viel. Oh Gott. GG-Klasse, 1000 Newtonmeter. Das ist auch schon über 700. Das ist alles schon viel. Hier 800. Aber ja gut.
habe halt 1500. Das zeigt noch die der Hubraum. Ah, Lackierung finde ich eigentlich ganz gut. So würde ich jetzt passen, also mit der Leistung ist es wirklich AMG-mäßig unterwegs. Ist schon schick. Auch noch so ein bisschen ein Sleeper. Schwierigkeit aufbauen. Genau. Bei der Leben steht er also rechts neben mir. Oder von euch aus links, von vorne links neben mir ist halt ein weißer Ford Raptor. Es guckt halt tausendmal böser rein als die X-Klasse. Muss ich einfach mal sagen. Und apropos Ford Raptor. Wir waren auch, als wir bei Kai waren, waren wir auch einen Tag nach Dortmund zu JP. Stand noch sein Ford Raptor rum. Der guckt halt wirklich Pisse rein. Also. Der guckt richtig böse, richtig grimmig. Mit richtig bösen, fetten Blick. Ja, das ist richtig geil mit dem Ford Raptor. Noch ein, das ist wirklich ein Panzer, ist das von der Größe her. Daneben stand, glaube ich, noch ein Audi A6 oder so. Oder S6, R6, irgendwie sowas. Dagegen wirkt der Audi schon ziemlich mickrig. Vor allem war die Höhe des Daches vom Audi auf Höhe der Motorhaube vom Ford Raptor. Auch die Außenspiegel, wie breit das Ding war, wie lang das einfach nur ist, ein Riesenteil der Ford Raptor. Und der sah schon in den Videos groß aus. Den mal wirklich in echt zu sehen. Weg da. Das Ding wirkt einfach noch größer, als es so schon ist. Das war wirklich. Fett einfach nur das Teil. Das Auto war wirklich, sah von außen, sah irgendwie so angsteinflößend aus. Hat auf jeden Fall Respekt davor. Auf jeden Fall. Das war aber auch richtig cool bei JP. Der Burger war sehr lecker, würde ich sagen. Ohne die Fanbrille auch zu haben, also der Burger ist echt nicht geil. Also wirklich mit einer der besten Burger, die ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Würde ich ohne jetzt die rosa-rote Fanbrille aufzusetzen. Natürlich mag ich JP sehr, ich mag seine Videos sehr. Ich finde ihn als Person sehr sympathisch. Er baut auch, wie ich finde, coole Autos. Der Burger, der ist wirklich für jemanden, der hauptsächlich Autos macht. Ja, nicht mal, dass er nicht mal sein Hauptgewerbe, also sein eigentliches Gewerbe, was er macht. Quasi Gastronomie. Hat er eigentlich nur so nebenbei aufgebaut. Und vor allem dafür, mein tiefsten Respekt so auf die Beine zu stellen. Hat ja auch einen riesen Aufwand. Und auch ein hohes Risiko. Denn sowas muss ja auch nicht funktionieren. Wenn man als Autotuner mal so einen Burgerladen aufmacht. Ich glaube, der geht in die Hose gehen. Das ist ein sehr großes Risiko für den Unternehmer. Aber hat ja anscheinend geklappt, glaube ich, bis jetzt. Wir waren am Mittwoch da, also mitten in der Woche. Da war schon, war glaube ich so, also mittags so gegen, war da so 12, 1 oder so. Selbst da war schon eigentlich gut Betrieb, fand ich. Wenn die krassen Tage werden, logischerweise Freitag und Samstag. Da ist dann am meisten los. Ja, und ich fahre wieder mal ins Nichts. Aber war schon echt gut. Wirklich sympathische Leute da, wir haben noch einige der Mitarbeiter natürlich getroffen. Im Klamotten-Shop waren wir dann auch. Da haben eigentlich, glaube ich, sogar alle was gekauft. Der eine mehr, der andere weniger. Die Kurve habe ich jetzt falsch richtig gehört. Ey, noch alle Zeit der Welt. Das ist 40% rum. Ich werde wollte schon sagen G-Klasse, das ist natürlich eine X-Klasse. Das G-Klasse, das, oder der Buchstabe G bei G-Klasse wirklich selbst erklären, wofür das G steht. Bei der X-Klasse weiß ich gerade nicht so genau, ob das irgendwie einen Hintergrund hat oder ob das etwas wie X natürlich, muss ich sagen, irgendwas mit Vierradantrieb vielleicht X, ne? Oder wäre es mit Cross, Offroad-mäßig? Ich weiß es nicht. Aber geht in Ordnung. Da haben sie wirklich keinen Fehler gemacht. Ich meine, die Verkäufe waren nicht so ganz gut gelesen. Die X-Klasse hat sich, glaube ich, in Deutschland im Jahre 2018 gerade mal 14.000 Mal verkauft. Das ist schon wenig eigentlich, ne? Was aber daran liegt, durch in Deutschland ist der Bedarf nach Pickups, ich sag mal, eher gering. Das braucht man nicht. Genau, auf jeden Fall, das braucht man natürlich zueinander nicht. In Amerika ist sicherlich was anderes. Wirklich in Ländern, wo man auch immer viel solche Strecken hat. Ich meine, in Deutschland ist es halt nicht wirklich so vor sich so ein Ding zu kaufen.
Fragen. Ich finde ein sehr geiles Teil. Auch mit 10-Gang Automatik, warum auch nicht? Aber wenn man es kann, ist einfach. Braucht keiner, aber ist geil. Oh, der Sprung jetzt gleich. Aber der Leerkopfhahn sollte kein Problem sein. Wie die Mauer auch hier wieder aufgebaut ist. Sind da gerade hier durch die Mauer durchgefahren. Wie schnell sie die Mauer wieder aufgebaut haben. Na, ich würde hier dann noch. Oder ein bisschen Schieffliegst, mein Freund, ne? Tieflieger und auch Schieflieger. Ist der Wert? Naja, kann knapp werden. Bye bye. Also, wenn ich jetzt durch alles hier durchfahren muss. Alter, wie schnell die Zäune wieder aufbauen können, Leute. Das ist der Wahnsinn. Weißt du, die beiden da vorne fahren wieder durch alles durch, aber wie schnell das die Leute wieder aufbauen können. Sie müssen hier durch irgendwelchen Scheiß durchfahren. Die kennen durch meine durchgefahrenen Sachen. Weil sie nicht die Mauer durchfahren, können sie quasi durch die Lücke durchfahren und verlieren dadurch keine Geschwindigkeit. Das ist natürlich ein bisschen bitter, ne? Für den, der vorausfährt. Wo ja hier eigentlich auch Lücken sein müssten. Die beiden Herren da vorne, die beiden Damen. Die müssten ja auch irgendwelche Lücken in den Mauern reißen. Und an Zäunen. Aber anscheinend sind das Geisterfahrer. Oh, anscheinend sind sie gegen den Container gefahren. Das ist aber bitter, ne? Mal jedenfalls zweiter Platz, denn jetzt den ersten noch krieg. Das natürlich super. Je nachdem, wie er jetzt Kurve nimmt, okay, ich jetzt Scheiße genommen. Und vor allem jetzt gleich den Endspurt, ob er dann dort oben springt oder nicht. Naja, mal ein zweiter Platz. Ich habe fast noch bekommen, den Wagen. Alles gut, der Platz ist doch völlig in Ordnung. Yeah! Wusste ich's doch, du schaffst das! Der Titan ist gefallen und wir haben einen neuen Querfeld-1-Champion. Das war echte Fahrkunst. Gut gemacht, du hast es dir verdient. Alex, also zur Info, ich bin Zweiter geworden. Ich habe noch nicht gewonnen. Der ist nicht gefallen. Ich habe noch nicht gewonnen. Ich würde gerne dem anderen gratulieren, den Ben Baumi, aber nicht mir gratulieren. Mein zweiter Platz ist natürlich cool, aber es ist halt auch wie verlieren. Weil alles aus der ersten ist ja irgendwie ein bisschen langweilig, ne? Warum gratuliert er mir? Muss er sagen, komm Fabian, nächstes Mal machst du es besser. Und nächstes Mal muss es besser werden. Apropos, ne? Hier in Level 9, ich bin jetzt Prestige 2. Habe ich bei Kai geschafft. Das heißt jetzt, also mein Level ist jetzt, ich meine jetzt nicht... Hallo Fabian. Auf zu reden. Herzlichen Glückwunsch für deinen Sieg beim Titan. Hä? Deinen neuen Titel als Horizons Querfeld 1 Champion. Unter uns gesagt, ich wusste immer, dass du es schaffst. Verkehrer, was geht mit dir ab? Ich hab noch nicht gewonnen. Naja. Also mein Level, ich bin jetzt nicht Level 9. Ich bin Prestige 2 Level 9. Das heißt, Prestige 1 ist Level 200. Da wird man wieder auf 1 zurückgesetzt. Prestige 2, man wird von Level 200 wieder auf 1 zurückgesetzt und muss dann bis... Nee. Falsch erklärt. Also, Prestige 1 gibt es bei Level 200. Da geht es wieder bei 1 los. Und Prestige 2 gibt es bei Prestige 1 Level 200. Oder insgesamt Level 500. Nee, Moment. Ich habe es gerade falsch. Ich erkläre es gerade falsch. Prestige 1 gibt's. Man wirklich von Level 1 an beginnt. Prestige 1 ist Level 200. Prestige 2 ist Level 500. Nee, oder? Ach, fick, ist mir doch jetzt egal. Ich war ein ziemlich hohes Level. Ich komme auf meiner neuen. Also, ich jetzt habe noch ein paar 100 oben drauf. Falls ihr es nicht wisst. Ich hoffe, es ist blöd. Das ist das Schöne, finden wir bei den anderen Häusern teilen, dass man halt ein Level hat, was halt immer steigt. Level 100, 200, 300, 400, 500 und so weiter. Und den Prestige finde ich halt nicht ganz so gut, aber naja. Gibt Schlimmeres am Leben, glaube ich. Einfach durch alles durchfahren.
Ganz entspannt. Das erinnere mich echt gerade ein bisschen verbannt. Das Spiel denkt, ich habe gewonnen. Die nächsten meine Plätze haben im Mauern keine Lücken hinterlassen. Sind quasi unbeschädigt, sind vielleicht drüber geflogen mit den Mauern. Weiß nicht, wie die das geschafft haben. Das ist gerade ein bisschen komisch, aber naja. Trotzdem eine sehr geile Karre hier. Die X-Klasse. Und echt ziemlich viel Laune damit zu fahren. Weil aber einfach irgendwo hinzufahren. Sind los. Wir sehen, dass sich so schnell nicht stoppen. Außer natürlich durch diese Dinger hier. Oder durch. Oh, ein Traktor! Soll am besten mal anhalten. Genau, Wasser ein bisschen sauber machen den Wagen noch. Ja, so ganz gemütlich hier mit 100 km durch Wasser fahren. Auch kein Problem. Und hier bei den Bahnstehen stehen bleiben. Das Ding mal als AMG. Mit einem richtig fetten Dieselmotor, das wäre es doch mal, ne? Auch so mit 1000 irgendwas Newtonmeter Drehmoment. Also vielleicht sogar serienmäßig. Eine Mercedes, also wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, gehen wir mal davon ein bisschen was Stärkeres. Braucht natürlich, wie gesagt, keiner, aber wäre mal cool. Vor allem halt verdammt schnell, ne? Wenn man die Kraft hier dann hat, wäre mal ganz amtlich, glaube ich. Na, dann würde ich sagen, war es das für heute. Genug gezockt. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und tschüss!